So, okay, wir haben normaltypisch eine Trollbot-Lane aus Jarvan und Xin Zhao als Gegner. Ja, mal gucken. Okay. Also anscheinend haben die hier kein klares System, wer ADC ist und wer Support. Dementsprechend klauen die sich gegenseitig die Minions. Aber wir müssen natürlich ein bisschen, also ich muss hier natürlich ein bisschen hinten bleiben. Okay, das war schön. Oh Leute, jetzt kommt da der Olaf. Ja, es war aber auch dumm. Wir waren da viel zu weit vorne drin. Ja, haben sie gedacht, dass sie mich diven können, ne? Haben sie gedacht! Aber nix gibt's. Es ist mega dumm, da jetzt den Drake zu machen. LOL. Die Morgana nimmt auf jeden Fall ihre Rolle als Support nicht allzu ernst. LOL! Okay, mit dem Burst hatte ich nicht gerechnet. LOL! Ja, okay, den darf ich aber halt auch nicht unterschätzen, ne? Der steht halt auch. 12-4! LOL! LOL! Ehre! LOL! Oh mein Gott, macht der ein Damage! Ja, der Olaf ist halt komplett lost. Das Match werden wir verlieren. Also, wenn meine Eltern damals immer gesagt haben, ich soll sowas nicht haben. Mein kleiner Bruder natürlich, ne, der will eine Xbox, kriegt er und alles. Ne, aber so ist das eben. Und das war ziemlich scheiße von der Syrah. Ja, meine verpasste Kindheit nachholen.
So eine Scheiße. Nein, geh da nicht weiter rein. Ich weiß, die Ari ist low, aber es bringt doch jetzt nichts da. Ja, genau. Und genau deshalb meinte ich, bleib hinten, weil sie jetzt wieder sterben wird. Ja, das war doch klar. Es war doch klar. Warum geht man dann da rein? Ich werde da irgendwie nicht so recht schlau draus. Alter, das hat aber auch eine Range. Warum? Das war doch so dämlich jetzt. Warum muss man da dann immer noch auf Krampf reinrennen und sterben? Ja, was soll ich dagegen machen? Also die Zyra steht 1-7, das ist auf jeden Fall, ja, überhaupt nicht belastend. Ich kapiere es nicht, wie manche Menschen so hirnverbrannt sein können. Ja, jetzt quittet sie wieder, reife Leistung. Ja, wir spielen halt gegen einen Blitzcrank und einen Aphelios. Das heißt, ich muss mich immer ein bisschen hier hinter meinen Minions verstecken und nicht pushen. Ja, ansonsten viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, es ist ja, einigermaßen interessant, mir beim mehr oder weniger reinzacken. Es ist halt, ich bin Hardstuck Bronze seit mehreren Monaten. Aber ich spiele auch nicht ganz so viel League of Legends in letzter Zeit, weil ich mir von meiner Freundin ihren alten DS ausgeborgt habe und jetzt ja so ein bisschen... Ja, meine verpasste Kindheit nachhole. Ja, ich muss mich hier halt immer hinter den Minions verstecken. Weil da jetzt alle, wenn wir da jetzt alle reinrennen und sterben, haben wir auch nichts gewonnen. Das ist auch so eine Sache, die ich auf Bronze einfach absolut nicht verstehe. Weißt du, wenn da so Fights sind, so die absolut verloren sind und du... Man sieht das halt schon und geht dann halt auch dementsprechend da nicht rein. Dann misspingen die einen die ganze Zeit. So nach dem Motto, oh, was hast du getan? Warum? Was war das denn jetzt? Verdammt, ich habe keine Ulti. Ja, okay, jetzt kommt da der G. Geh da weg! Was ist denn mit dem? Was? Also er wird sterben, wenn er da... Ja, er wird sterben. Ich sag's euch. Ja. Ah, da kommt immer... Also, das verstehe ich nicht. Und so, das ist halt sowas, das beobachte ich ganz, ganz oft so auf Bronze-Elo, dass sie da also so komplett geistig behindert irgendwie noch reingehen, was halt absolut keinen Sinn macht. So, wenn man auf der Lane behind ist, dann bleibt man ein bisschen hinten, farmt. So, und wenn man halt dann im Farm ein bisschen Nachteil hat, dann ist das halt so. Aber man hat doch auch nichts davon. LOL. Ehre. Das war geil.
So, aber man hat doch nichts davon, wenn man dann, ne, wenn du 20 Farm behind bist, so, dann ist das halt so. Aber wenn du zusätzlich dem Gegner noch 3 Kills gibst, dann kannst du es komplett vergessen. Ne, whatever und... Ja, das war's jetzt wahrscheinlich. Nein, war's nicht. Ach, verdammt! Ja, der... Also ich bleibe dabei, der Galio ist zu aggressiv. Ja, Felios ist halt 30 Farm behind, aber ja, hat schon 3 Kills. Also lost. Komplett lost an der Stelle. Ja, so, warum wartet man dann nicht auf den Jungler? Ja, und jetzt wird halt auch schon wieder, also, ich bin auch jemand, ich bin der Meinung, wenn ein Match klar verloren ist, dann kann man auch surrendern. Aber, also, wir sind 5 Kills hinten, das ist doch jetzt absolut kein Grund aufzugeben. LOL! Ja, okay, das war aber auch meine Schuld. Ich meine, der Yi steht... Ja, jetzt steht er 11-2, da hätte ich nicht reingehen dürfen. Es ist so überflüssig. Ich meine, der gegnerische Echo steht auch 2-8. So, wir hätten auf dem Papier alle Möglichkeiten, hier auch irgendwie mal was Gutes rauszumachen. Ja. Das Match können wir, glaube ich, vergessen. Ja, sie, genau das meine ich so. Weißt du, jetzt misspinkt er mich hier. Aber was hätte ich davon gehabt, da jetzt auch noch reinzurennen und zu sterben? Also sorry, das verstehe ich einfach nicht. Also das ist doch so dumm. Ja, jetzt haben die Gegner Nash. Also das Game können wir uns, glaube ich, in die Haare schmieren. 0-8 Galio. 0-8. Und der hat 3 Assists, das heißt, sein Reinrennen und Sterben hat ja nicht mal irgendwie was gebracht.